Ich habe noch keine Schuhe an. Aha, ja, spielt keine Rolle. Der Darth Vader hat auch Schuhe. Der hat keine Schuhe. Sicher, der Schuhe. Nein, der hat keine Schuhe. Marco, wir kennen uns jetzt schon lange. Wir kennen deine Leidenschaften. Zum einen fährst du leidenschaftlich gerne Velo. Ja. Und die anderen Leidenschaften wissen viele noch nicht so viel darüber. Star Wars. Das liebst du. Ja. Das liebst du. Du kennst mich wirklich. Schau, ich habe etwas für dich mitgebracht. Und ich möchte auch gerne, dass du dich jetzt umziehen willst. Alter, was ist das? Und in diesen Star Wars, du solltest den kennen. Ah, oh, ja, ja. Der Vader. Der Vader darf. Darf Vader. Du dürftest jetzt für uns alle. Bruder, geht das bis oben zu? Du dürftest jetzt die Rolle vom Darth Vader stecken. Leg dich an. Komm. Nein. Mo? Sicher? Wieso muss ich immer diese Sachen machen? Schau, ich habe es für dich. Ich habe noch nie kalt in dieser Show. Darth Vader, hä? So, Marco, ich bin so wie die Idioten. Halt, stopp! Halt, da muss ich reingrätschen. Du redest doch nicht so. Genau, das wollte ich hören. Marco! Probier die Rolle zu behalten. Wir gehen jetzt zusammen zum Cosplay-Atelier in Bremgarten. Was? Genau, alle. Ich habe noch keine Schuhe an. Aha, ja, spielt keine Rolle. Der Darth Vader hat auch Schuhe. Der hat keine Schuhe. Sicher, der Schuhe. Nein, der hat keine Schuhe. Herzlich willkommen beim Cosplay-Atelier. Wir sind hier im Verein im schönen Bremgarten Aargau. Wir sind etwa 25 bis 30 Mitglieder. Und wir kommen regelmäßig hier zusammen zum Basteln und Cosworken. Cosplay setzt sich zusammen aus den Wörtern Costume und Play, also Kostümspiel. Und das ist etwa das, was wir auch machen. Wir machen zuerst Kostüm und dann spielen wir es noch ausspielen beim Tragen. Wir freuen uns, das immer zu machen, weil es ist eine Flucht aus dem Alltag. Den tristen Alltag hinter sich lassen und in Fantasiewelten eintauchen. Jungs, vermisst ihr ein bisschen die Fasnacht? Oder warum trefft ihr euch hier und verkleidet euch die ganze Zeit? Hinkt der Vergleich? Er hinkt schon ein bisschen, ja. Fasnacht ist etwas anderes. Und Cosplayer werden nicht gerne mit Fasnächtler vergleichen. Fasnächtler, die tun zwar sehr viel Arbeit in ihre Kostüme stecken, auch wie ein Cosplayer. Aber Fasnächtler verkleidet sich einfach nur, macht dann ihren Umzug und dann ist wieder erledigt. Als Fasnächtler hast du einfach nur eine Maske an und als Cosplayer bist du nachher der Charakter. Wie viel Zeit braucht es, um so ein Kostüm herzustellen? Es kommt halt immer davon, wie detailreich ist das Cosplay. Oder? Wenn man nur eine kleine Rüstung macht, dann hat man das in einem Monat. Wenn man aber dann wirklich einen Charakter macht, extreme Ausmaße annimmt, dann kann man schon bis zu einem halben Jahr, vielleicht sogar ein Jahr. Wie viel Geld gibst du aus für so ein Kostüm? Also ich glaube, so ein 0815 Cosplay von irgendwo bei 200 bis 500 an und dann nach oben ist eigentlich unbegrenzt. Die erste Zeit hat das gekostet? Ja, eben. Das ist das, oder? Das fängt, du kannst im Prinzip so kannst du sogar cosplayen oder eine Convention. Hast du nicht gerne gesehen, oder? Also. Aber jetzt als Verein, also wie muss ich mir das vorstellen? Ihr habt Materialien, die ihr irgendwie einkauft aus einem Vereinskessel und jeder darf das brauchen oder bringt da jeder sein eigenes Zeug mit? Wie ist das so? Da bringt jeder sein eigenes. Wir haben gewisse Sachen, die für den ganzen Verein zur Verfügung stehen, Papier, Scheren und so Zeug. Aber eigentlich das Gros an den Materialien bringt jeder selber. Jetzt haben wir hier den Marco, er ist ja Star Wars für Arme, kann man eigentlich sagen. Das ist natürlich nicht das, was ihr hier macht. Oder Anfänger. Oder für Anfänger, ist echt besser gesagt. Was macht ihr mit dem jetzt? Ich kann mir vorstellen, wir machen eine Maske. Ja, wir tun das auch für den Ferienpass bei Kindern anbieten. Da denke ich für den Anfänger. Mit dem möchtest du sagen, das kannst auch du auch lieber. Genau. Nein, wir machen eine Maske. Es wird schwierig, dass du dann eine Darth Vader-Maske daraus machst. Aber
Ich glaube, muss es nicht sein, einfach in der Gang. Wir bekommen eine gute Maske rein. Und spannend, dann können die auch mitnehmen und anlegen. Und spannend wird ja auch, wie er sich verhält, in der Maske innen. Da sind wir natürlich extrem gespannt. Jetzt kannst du eigentlich schon mal deine Grundform von deiner Maske aufzeichnen. Da kann ich schon ein bisschen crazy gehen, zum Beispiel. Ja, kannst du ein bisschen crazy gehen. Okay. Ich würde mal vielleicht ein bisschen so, oder? Also du hast dann auch noch Lineal und so, gell? Und gerade Striche willst. Ah, vielleicht. Neues Blatt. Kennst du Scherenschnitt? Aha. Musst du wie einen Scherenschnitt ausschneiden, sonst hast du keine zwei Seiten. Aber ich wollte mich natürlich auch ein bisschen anstellen, wie ein Ferienpass. Ausschneiden. Oh, jetzt wird es gefährlich, ich sag dir. Anlegen, schauen, ob die Augen stimmen. Wenn du eine Struktur haben willst, etwas Bulliges, das aussieht wie Metall, kannst du das als Unterlage nehmen. Das tust du eigentlich das hier drauf zeichnen und wieder ausschneiden. Du siehst extrem viel aufzeichnen, ausschneiden, aufzeichnen. Yep, yep, yep. Greife ich dir halt einfach schnell ein bisschen drin. Ja, mach nur. Markus, das ist gar nicht schlecht. Du hast wirklich Talent. Ich freue mich drauf. Ja, gut, Flo, man hilft mir da natürlich viel. Wie ist es? Das Fett im Fall noch. Wirklich? Ja, schon lange nicht fast. Kannst du dich begeistern? Nein, das ist doch cool. Du. Nur aufpassen, das ist heiß. Hey. Das, was wir so gemacht haben, ist die Grundbasis. Nachher, schlussendlich kannst du dann mit hier mit Wurbelresten auseinanderschneiden, kannst es zusammenformen, könntest Hörner drauf machen. Auf dem baust du nachher eigentlich deine Maske drauf auf. Ja. Das ist noch spannend. Hey. Das ist eine kleine Wissenschaft. Das ist es. Ja. Ja, die fast nicht erkennt. Ja. Wer bist du? Ich bin der Darf Nüt. Aber ich möchte viel. Ja, Flo, also ich finde, er hat extrem Talent. Wie siehst du es? Mega. Also wirklich gut gemacht. Fürs erste Mal. Top. Danke. Was jetzt eigentlich neu ist, Marco, Maske top, darf nichts, Name auch top. Es geht eigentlich noch so ein bisschen darum, die grosse, weite Welt zu entlassen und dass du in deiner Rolle richtig aufgehen kannst. Mhm. Hast du Bock? Ja, aber ich darf eben nicht. Wir sind gespannt. Ja, hey, noch herzlichen Dank, Flo, dass du dich da mir hast angenommen und mit mir das Kos worked hast. Man sollte aber eigentlich nicht basteln, habe ich gelernt. Nein, es hat wirklich Spass gemacht. Wirklich. Freut mich. Ich habe wirklich ein bisschen Freude bekommen daran. So, jetzt verhalte ich mal. Also, alle zusammen, darfst du nichts? Darf ich dich noch etwas fragen? Nein. Voilà! Sorry. Ich denke, du hast dich gar nicht schlecht geschlagen. Aber zieh jetzt die Maske ab. Wie hast du es gefunden? Hey, es hat im Fall noch gar nicht mal so wenig Spass gemacht. Es ist wirklich cool gefunden, mal wieder ein bisschen rumzubasteln.